Kuckuck, Überraschung. Herr Fessor. Gehen wir jetzt rein. Ich wusste es, Lehrer sind Arschlöcher. Ich gehe. Ciao. Ich bin dir weiter hergerannt. Was denn? Ich verkneif mir jeden Kommentar. Einer muss ja mal zeigen, wo hier lang geht. Hat doch gerade einer gerettet, oder? Irgendwo hat was gejagt. Das ist Maro, ein Halbleben. Maro, da ist was für dich. Jo. Im Boden. Hab schon gesehen. Die Schere nehme ich aber auch dann gut. Na, wenn er was sieht, dann ist es alle hol. Das halte ich für ein Gerücht. Ich habe auch die 8er Billardkugel gefunden. Und die Stange Zigaretten. Ihr könntet ja mal warten, bis ich dabei bin, ne? Ich muss ja erstmal einen Alkohol suchen hier. Irgendwo ja mal. Ach, da oben ist noch einer. Junge, nicht so stürmisch. Ey, diese beknackte Sitzanimation. Was denn? Wo ist er denn? Hinten, hinter mir. Schießt mich ab, während ich aufstehe. Läuft. Sag mal, wo kommt der denn her? Von oben, ne? Ja, wo sonst? Jetzt hab ich die Schnauze voll. War doch zu sehen. Hier liegt, müssen wir aufpassen, das dürfen wir nicht nehmen, das ist. Na, wenn ich oben was auf dem Deckel hab, das ist das Holo von der Aufseherin. Das dürfen wir nachher erst nehmen. Ich geh mal hoch. Ja, wir können uns jetzt da nehmen. Ja, das stört doch nicht, ey. Ja. Naja, wegen Anhören. Ja, wir können uns ja anhören. Na dann. Da. Ihr atmet wieder einer schwer. Ja. 3, 2, 1, Wiedergabe. Persönliches Aufsehertagebuch. Ich war in der 11. Klasse, als ich die Nachricht erhielt, dass Mama gestorben war. Ein Bergbauunfall. In jeder Familie in West Virginia gab es so etwas. Man dachte nur immer, man würde nie selbst davon betroffen sein. Papa war am Boden zerstört. Ich hielt mich noch mehr in der Bibliothek auf als zuvor, obwohl ich sowieso schon fast dort gewohnt hatte. Und Erwin. Erwin. Mama hatte uns erst ein paar Monate vorher miteinander bekannt gemacht. Er hatte ein Jahr vor mir die Schule beendet und sofort im Bergbau gearbeitet. So stattlich. Und diese Arme. Welches Mädchen aus West Virginia könnte dem widerstehen? Unglaublich, dass er bei mir geblieben war. Nach der Beerdigung wollte ich niemanden in meiner Nähe haben. Aber er war da. Nach der Schicht kam er mit einer Lunchbox für uns in die Bibliothek. Jeden Tag. Als die Jobmesse stattfand und ich die Leute von Vault-Tec traf, war das wie eine Offenbarung. Familien beschützen. Ihre Zukunft beschützen. Amerika beschützen. Als ich meine Zulassung zur Vault-Tec-Universität bekam, ging ich als erstes mit Papa zu Mamas Grab. Er war froh, dass ich in West Virginia blieb. Und ich auch. Okay, diesmal gar nichts. Ich geht.
Diesmal gar nichts über Voltec und so. Steht aber drin, findet den nächsten Tag ein Tagebucheintrag in der Voltec University. Na, ich meine jetzt da. Was noch? Hier hinten ist ein Safe. Dass sonst gar nichts erzählt hat über. Dafür bin ich zu klein. Ihr werdet es nicht glauben, zu klein. Ich kann den Safe hier oben in dem einen Raum nicht entspannen. Dann habe ich da was für die passt. Da ist Skill Level 1. Ich bin gerade hier oben beim Hacken. Achso, du bist oben. Okay. Ich bin dann höher. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal alles unten. Sofern das irgendwie möglich ist, weil das Gebäude ist doch sehr unübersichtlich aufgebaut. Ja. Ich fange jetzt mit diesem Terminal das dritte Mal an. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Bob? Hm? Kartoffelchips für dich wegen Essen? Na, danke. Und Fleisch und Bohnen noch im Eck. Ja, nimm da. Ich hab, okay. Ich hab Insta-Püree und so Zeug gefunden. Gut. Heilung, Hilfsmittel. Sieht schon besser aus. Das dauert ein bisschen länger, ja. Blöd, wie kommt man da um? So. Denken wir, ich war doch gerade. Ich hab wirklich gerade das Problem, dass ich mitten davon bin. Wie zu blöd. Ich setz jetzt zum sechsten Mal an. Naja, beim siebten Mal klappt's dann. Ich hab's. Hacke Terminals 8 von 8. Na? Ah, die Safe-Steuerung. Na, gucke doch mal. Schloss deaktivieren. Lass mich raten, es ist jetzt offen. Oh ja. Ich bin schon wieder überladen. Das kann es nicht sein. Ich habe gerade erst angefangen. Ja, ich auch. Und? Genau. Oh, und? Was ist das? Der sitzt da auch gut drauf. Was? Der sitzt da gut drauf. Ah, da sitzt ja einer, genau. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, das kann man mal eine Kehrmaschine für Bürogebäude nennen, ne? Mhm. Vor allem, wenn man dann bedenkt, wie eng das hier ist und wie groß das Ding ist. Okay. Wir sind nur unten. Na gut, okay. Immer noch. Das erfordert Skill 2, die Tür. Gut. Dann komme ich nochmal runter. Achso, da geht's raus. Gut, steht auch Exit daneben, also. Gesundheit! Gesundheit! Danke. Ich hab leicht die Orientierung verloren da herum. Nicht dich hören, töte Bill. Hallo, Menü? Oh, das ist geil. Ach,
von wegen, da kommen noch. Was? Und der andere hängt hinter der Tür links. Das hat jetzt nichts und Dank gehört für. Kannst sagen, war der ja mal Zeit, hm? Mhm. Ist ihm da die Kugel durch den Kopf gegangen? Mhm. Da muss der unbedingt mal drüber nachdenken. Haro? Ja? Hab da was für dich? Bin gerade am Hacken. Achso, und diesmal ist es kein Alkohol. Ich nehm's mit. Mhm. Und gib das dann. Wenn man da in die Räumlichkeiten auf eine andere Waffe umsteigt. Schlüssel zum Büro des Rektors. Na, gut. Ich hab die Küche gefunden. Ich find's nur witzig, dass der irgendwie am Klo liegt. Ich mein, ja. Die habt ihr schon gelootet, ne? Die Küche. Ja. Die Kantine. Mhm. Dürft ihr gerade irgendwo in einer Umkleide oder sowas sein? Raus, gell? Bist du das da vorne? In der Turnhalle, ja. Bin ich. Ja. Okay. Wenn du da reingehst, wo ich jetzt da rausgekommen bin. Okay, weg ist er. Nö, ich bin noch hier. Ah, wenn du auf der Seite reingehst, kommst du durch Umkleide und so und da bei irgendwo beim Spind. Liegt der Schlüssel vom Rektor. Ich weiß aber nicht, ob du den annehmen kannst oder ob den nur einer kriegt. Ist eine gute Frage. Doch, hier geht's ja nach oben. Den mach ich nachher. Oh, da ist was zum Lesen. Hier lag ein Schachtel und Zigaretten, also. Soll ich auch auf euch warten mit Lesen? Hätte ich schon gesagt, oder? Ich soll jetzt das Jahr durchlesen. Das Problem ist, ich muss euch erstmal finden. Okay, ich habe das Damenklo gefunden. Korrektur, war das Damenklo, kein Zitat an der Wand. Okay. Da war ich noch gar nicht. Musst du auch nicht, du bist ja ein anständiger Löwe. Was bist denn du? Ein unanständiger Bär. Wollt's jetzt nicht sagen. Ich kenne meine Schwächen, wirklich. Naja, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wenn du wüsstest. Schnappt der den Kürbis da unten? Den kann man mitnehmen. Hab ich doch schon. Die sind bei mir schon weg. Okay. Waren 3 Stück. Wer hat denn hier die Registrierkasse schon wieder geplündert? Geplündert. Da war gar nicht. Damit, da kriegen wir ja überhaupt nicht die Kosten für das nächste Endspiel gedeckt. Den Zettel da hinten, ja, kannst du lesen. Okay. Gott. He-Man! Oder He-Man?
E-Man, wo bist du gewesen? Ich? Erinnerst du dich noch an diese Spur, von der ich dir erzählt habe? Vergiss es. Watuga ist verloren. Geh nicht dorthin. Wenn du nicht bald zurückkommst, nehme ich mir ein paar von den Leckerbissen. Ja, Mahlzeit. Mhm. Wohl bekommst. Wer oder wo ist Watuga? Habt ihr den Überseekoffer hier geplündert? Ja, habe ich. Logo? So, ich glaube, ich bin herunten durch, oder? Na, ich war da noch nicht. Da ist eine Holzkiste. Ich glaube, ich bin schon wieder überladen. Skill Level 1. Und ja, das bin ich auch. Ich bin in zwei Sachen drin, wo ich Skill Level 2 brauche. Das ging schnell. Zahnpasta und Ordner. Toll. Hm. Nicht schlecht. Was ist das? Gute Frage, gell? Das ist das Damenklo. Was? Mhm. Ich will nicht wissen, was am Damen... Der Duschbereich. Am Damenklo für Pilze wachsen. In der Institution, in der ich gelernt habe, fanden einmal im Jahr Lehrlingsprüfungen statt. Also, ja. Du hast immer gemerkt, wann die Friseurlehrlinge dran waren. Die Putzfrau kam zweimal täglich. Mhm. Gut. Dann. Also, da war er schon. Ja, ich. Ich war im Hauptfoyer, ne? Nein, nicht hinten schon, gleich am Deck. Also. Wenn ich nicht so überladen wäre. Okay, war ich da schon? Ja, da war ich schon. Ist grausam mit der Geschwindigkeit. Ja. Also, das haben sie ein bisschen arg übertrieben. Entsperren! Schlüssel zum Büro des Rektors. Dann schauen wir meine. Das war die, die ich nur mit Skill 2 aufgekriegt hätte. Ja, und ich habe den Schlüssel gefunden. Muss ich bloß gucken, wo er steckt. Dieser Drucker reagiert nicht auf einmal. Ich stelle mich am Gang. Wer den Safe vom Rektor findet, bitte Bescheid sagen. Ich habe den Schlüssel gefunden. Ja. Ich warte mal auf den Bob. Er von dem Weg überhaupt zu euch? Ich hab den Safe gefunden. Bitte? Er ist hier, ich hab den Safe gefunden hier im Büro und dann gleich hinter. Okay. Hier. Ja, ich warte trotzdem, bis Bob da ist. Ja, klar. Frag mich bloß, wo ihr steckt. bei der Turnhalle, wo wir durch die WCs gegangen sind. Und ich bin jetzt zum anderen Weg nach oben. Da bist du ja schon. Da bist du. Und da, ist, nein, bitte. Da ist der Rektor. Ah. Drucker reagiert nicht klar. Also an was mich das erinnert? Mhm. Epson MPS 1230.
Das war der Standarddrucker für den Commodore, basierend auf dem Epson FX80. Ich habe so ein Ding gehabt mit endlos Papier. Neun Nadler, ja. Ein heißes Teil. Ja. Schweinelaut. Mann, da bin ich ja mit meinem Modern. Schweinelaut und dann habe ich auf einen Star 24 Nadler umgeschattelt. Hat ewig gebraucht zum Drucken und hat Wirbel gemacht, dass du glaubt hast, du startest einen Traktor. Richtig. Ja. Aber bei der 24 Zoller in Farbe, 24 Nadler in Farbe, dann noch Cover. Da hast du es da. Das ist Swift 24. Ja. Yep. Bob? War es irgendein Star LC noch was? Am Safe war ich. Okay. Gut. Den Nadel habe ich sogar noch. Nee, ich habe meinen, was war denn das? LC 24 irgendwas, schlag mich tot. Gut. Den habe ich dann verkauft gehabt. Das war der Gag. Da war es drin. Ah, aber ja. Er hat funktioniert, das war das Wichtigste. Ja. Okay. Und zuverlässig, kannst du sagen. Die Dinger gingen immer. Das ist ja richtig. Du hattest nur ein Problem, wenn das Farbband mal leer war. Mhm. Aber ich habe Kunden, die haben jetzt noch Nadeldrucker im Einsatz. Ne? Gerade so in Maxen findest du noch viel. Ja, das Problem ist das, überall, wo du einen Durchschlag brauchst. Mhm. Und wenn ich bedenke, wie viel die neuen kosten, wenn man sich heute so einen dafür anschafft. Du wirst lachen, also das ist richtig schweineteuer. Ich weiß. Deshalb sage ich es ja. Wir haben es jetzt bei einem Kunden so gemacht, dass wir tatsächlich. Wir sind erste Hilfe getan haben. Ich würde den Zettel einfach zweimal ausdrucken und fertig. Richtig, haben wir gemacht. Das wir lassen. Dort lässt die Software zumindest zu, das ist Z1, dass du zwei Exemplare druckst. Aber da hast du nicht schlecht geguckt, also was die Preise angeht. Also so. Weil du kannst ja nicht jeden Drucker nehmen, ne? Gerade durch die Formulare. Ja. Du brauchst ja welche, die dann wirklich teilweise bis eng an den Rand. Da fallen mir zum Beispiel die Oki-Drucker ein. Die haben da immer sehr viel hingekriegt. Aber ansonsten. Kyocera geht auch noch, die sind auch relativ immer. Okay, da geht's nur noch raus. Komm. Gut, das heißt. Hier rüber? Durch die Wand durch? Was? Wo? Wo ist hier rüber? Geh nochmal zurück in den Raum, wo wir gerade waren. Ja. Jo. Ah, okay. Mhm. Jo. Oh, Mann, schon. Hatte. Ach, du auch mit den Ofenhandschuhen? Mhm, hab grad auch einen gekriegt, ja. Apropos gekriegt, Maro. Na, das war nichts Bösartiges. Ausnahmsweise. Ich muss das Ding nur geschwind suchen. Wir haben festgestellt, es geht einfach, wenn es einfach fallen lässt, dann kann es. Im Inventar einfach ist es, glaube ich, für Ablegen. Dann okay. Liegt unter dir eine Gott. Papiertüte. Ja. Ja. Da hätte ich dann auch was für dich. Ich muss trotzdem erst finden. Weil man ja nicht so wirklich weiß, wo der das Zeug einsortiert. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Hier liegt was für dich. Habe es fallen lassen für dich. Ja, ich ja auch für dich. Wo bist du? Hinter dir. Guck mal hier. Da liegt was für dich. Oh, das ist ja nett. Ein Teddybärchen. Dankeschön. Bin ja nicht der Einzige, der süchtig ist. Kann ich wieder qualmen?
mir täte es nicht, ich hätte kein Problem damit, wenn du brennen würdest. Für das Spiel. Achso. Ist nur bedenklich, dass der Nachsatz zu spät kam. Mhm. Schon, gell? Ich musste einfach nur Luft holen. Mhm. Ja, klar. Mhm. Wer es glaubt? Mhm. Amen. Mhm. Ich glaub nicht, damit die glauben, dass das ist. Genau. Oh. Ich bin dezent überladen. Ach, das bisschen. Wir robben uns danach wieder hoch nach Hause, das klappt schon. Seid ihr noch in der Küche? Nee, also ja, jetzt wieder, weil den unteren Teil. Hier drin ist ein Erste-Hilfe-Kit an der Wand. Darf ich mal da durch? Danke. Vorsicht, wer hier reinkommt. Warum? Es geht abwärts. Ach. Bestnoten. Da liegt ein Zettel. Bestnoten. Gerti. Ach du meine Güte. Bert hat es doch tatsächlich getan. Er hat den Schlüssel zur Rektor... Zur Rektor Larabys. Zu Lektor Larabys Büro geklaut. Mit etwas Glück können wir uns nach dem Unterricht da reinschleichen und unsere Noten ändern. Hol dir den Schlüssel aus dem Spind neben der Dusche, nachdem die Schulglocken um 15 Uhr geläutet haben. Wir treffen uns dann vor der Bürotür. Glatte Einsen wir bekommen. Mhm. Gut Deutsch, du Schreiben. Fällt sicher auch niemandem auf, du Wesen. Nee, das glatte Einsen? Komm mal, wir kommen. Das ist doch das der Leitspruch hier, wir looten, ne? Nee, nicht, ne. Was mach ich aus? Halt, da lang. Nö. Aber so schlecht sind wir heute gar nicht unterwegs, ne? Wir looten, wir sind permanent überladen, wir haben schon gebaut. Vor allem, wir sind permanent unterladen. Und ja... Überladen. Ja, überladen. Da, da oben ist ja nichts, ne? Oder? Ne, ne, leider. Oh, da geht's runter. Bist du runtergefallen? Nein, nein. Ach, das Loch da unten drunter. Hab's nur gesehen. Ja, ja, das war das, was ich vorhin meinte mit dem. Bitte vorsichtig. Aber hier hinten geht's ja auch noch raus, ne? Ja. Genau. Stimmt, das war das, wo ich vorhin dann runtergekommen bin. Jesus, hier ist eine Binnen in dem Raum. In dem Raum ist eine kleine Truhe. Im Schutz versteckt. Mal gucken, ich hab nämlich auch noch was. Ich habe eine Schaltplatine Militärstandort erwischt. Wie kommen die Schüler an Alkohol? Hier ist eine Flasche River Newton River Ale drin. Warum die Tüte hier rechts neben mir gehört dir? Ich komme gleich vorbei. Bist du nie in die Schule gegangen? Wir waren anständig, wir haben Milch getrunken. Hm. Aber sicher nicht in den höheren Stufen. Da war ich bei Wasser. Du meinst durchsichtiger Flüssigkeit? Nein. Kein Witz. Ich habe in meinem Leben noch keinen. Oh! Ganz und wichtig, das hier ist für Christian. Die Rassel, das ist das Wichtigste. Nee, jetzt ist alles in einer Tüte, hä? Oder nee, ich habe meinen schon genommen. Gut. Das ist Christian. Nein, tatsächlich. Ich habe in meinem Leben noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich finde den Geruch einfach unangenehm. Okay. Da reicht schon. Das Terminal ist für dich, genau. Der Safe hier hinten ist es. Der ist offen. So, jetzt. Safe-Steuerung. Nicht draufdrücken. Ich hab schon aufgemacht. Das ist der Safe hier hinten. Like. Ja, ich schreibe den Status unverschlossen. Mehr kann man ja, auf genau. Dem Terminal nicht machen. Ja, gut, okay. Wollen wir jetzt nicht.
Ah ja. Und wenn. Noch mal ein Offizierschwert. Nett. Wie viel denn noch? Frage nicht, was ich für Müll drin hatte. Wer von euch Haarklammern findet, dann bitte auch mal zu mir. Ja, du willst Haarklammern, mal gucken. Ich hab zwar noch 7 Stück, aber ich habe jetzt bei dem letzten Teil verbraucht. Die sind immer unter Hilfsmittel, nicht Hilfsmittel oder diverses mit drin. Genau. So, bitteschön. Bitteschön. Du stehst drauf, danke. Oh, super. Jo, da bin ich wieder gut ausgestattet. Gut. Dann müssten wir hier drin doch alles haben, oder? Fast, ja. Ne, wir haben alles, ne? Ja, weil ans unterhalb ist ja die... Geht's wieder raus, ja. Das Holleband gewesen. Ja, genau. Mhm. Schaut aus, als ob man... So. Ja. Ja, da dann drin ist ja nichts. Folge den Weg der Aufseherin. Ja, gut. Mehr ist nicht. Gut, dann hätte ich gesagt, wir schleppen uns zurück zum... Ja, das klingt gut. Gebäude, zu unserem Haus. Und dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Jo. Ah, ich habe wieder das sexy Sofa-Bild. Weil das mit den Bärchen nehme ich dir übel. Nein, ich hab das Bild, wo man bei mir auf der Terrasse sitzt. Ach so. Ja. Bob hat im Stream, wo er auf mir sitzt. Beziehungsweise auf meinem letzten Mantel. Ja, das war der Mantel, den ich in die Reinigung gegeben habe. Wenn du den in die Reinigung gegeben hast, jetzt mal ehrlich, Butter bei den Fische, wie kommt der dann da in die Kirche? Na, du hast ihn mitgenommen, wie sich's gehört. Nee. Bringen und dann bist du gestolpert und bist drauf sitzen geblieben. Ich weiß ja nicht mal, wo deine Reinigung ist, also.